Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Borussia Dortmund 2 Karriere. Ja Leute, heute haben wir die komplette Rückrunde in der Bundesliga, dann eben auch das Champions League Spiel gegen Real Madrid. Pokal sind wir leider raus, wir schauen mal ganz kurz, wie die anderen Paarungen aussehen, wer bei uns in der Gruppe weitergekommen ist. Zum einen Chelsea und eben wir, wenn Anderlecht gewonnen hätte, wären wir eben raus gewesen. Dann sehen wir das Chelsea gegen, wo ist Chelsea? Gegen Stuttgart, was? Stuttgart-Hoffenheim sind in der Playoff der Champions League. Okay, die haben es leichter, wir halt eben gegen Real Madrid. Gut, kann man nicht ändern. Direkt das erste Spiel gegen Leverkusen. Gehen wir rein in die Schnellsimulation. 2:1 Adeyemi Kulusevski treffen und J. Fernandes bei Leverkusen. Nächstes Spiel gegen Augsburg. Die sind auf Platz 15 nach dem Spiel. Gibt es auch nochmal einen kleinen Schnelldurchlauf. 3:0 gewinnen wir. Kamavinga, Havertz und Nuno Mendes treffen. Und im Hinspiel gewinnen wir gegen Real Madrid 2:1. Vinicius Junior trifft bei Real. Bei uns Foden und Haaland. Und gegen Bayern spielen wir 1:1. Guendouzi trifft bei Bayern. Bei uns Sancho. Und jetzt gewinnen wir die Spiele nicht. Schick trifft bei Hoffenheim, bei uns Sancho. Wir gewinnen auch nicht gegen Fürth, ich raste gleich aus. Seufert und Leveling treffen bei Fürth, bei uns Kulusevski, Sancho. Und gegen Stuttgart, nee, okay, ich werde noch die Champions League Spiele spielen. Prieto, Koulibaly treffen bei Stuttgart, bei uns Sancho, Kulusevski. Rückspiel gegen Real, verlieren wir das, dann werde ich bis zum Ende der Saison simulieren. Ich hoffe nicht, dass wir verlieren. 2:1 haben wir gewonnen, wir gewinnen wieder 2:1, sind weiter. Kane trifft bei Real, Adeyemi, Haaland bei uns. Nächstes Champions League Spiel gegen Chelsea, wir sehen, davor haben wir gegen Gladbach 2:1 gewonnen, dann gegen Freiburg 4:0, 3:2 gegen Mainz gewonnen und jetzt spielen wir gegen unseren Gruppengegner FC Chelsea. Gegen die habe ich so ein bisschen Angst. Wir schauen mal ganz kurz. Wir sind weitergekommen. Chelsea 6:0 gegen Stuttgart City, 3:2 gegen Hoffenheim, PSG 2:4 gegen Leicester, Bergamo 3:1 gegen Atletico, Barca 4:1 gegen Inter, Piemonte Calcio kommt im Elfmeterschießen weiter gegen Leipzig, ManU gewinnt dann 3:1 gegen AC Mailand. Hier gehen wir rein in die Schnellsimulation. Wir haben Havertz innen weggekauft. Das wird, glaube ich, nicht viel bringen. Gehen wir rein. 5:1. Schlagen wir Chelsea. Haaland schießt 5 Tore. Boah, der Bruder ist komplett krank. Der schießt 5 Tore. Das ist Wahnsinn. Und er schießt die 5 Tore innerhalb von 63 Minuten. Ich kann nicht mehr. Pulisic trifft bei Chelsea. Kann uns egal sein. Wir sehen danach 2:1 gegen Köln gewonnen. Ich kann nicht mehr. Wie viele Tore hat Haaland? Der hat 7 Tore. Da hat er davor 2. Und wenn wir jetzt noch rausfliegen, Leute, dann wirklich lösche ich meinen YouTube-Kanal 2:2. Wir kommen mit 7:3 weiter. Chilwell, Pulisic treffen bei Chelsea, bei uns Sancho und Havertz. Dann sehen wir, Piemonte Calcio kommt 3:0 gegen United weiter. Wir eben 7:3 gegen Chelsea, Barcelona 2:1 gegen Bergamo und Paris mit 2:1 gegen City. Halbfinale gegen Paris, wir haben 2:1 gegen Hertha gewonnen, dafür 2:1 gegen Paderborn verloren. Gehen wir hier rein in das Hinspiel. Die haben natürlich noch Mbappé, Fati, Arthur, Bessina, Benacer, Donnarumma, Mavropanos, Godfrey, Hakimi, Marquinhos, Providence. Ja, Donnarumma könnte ebenbürtig mit Oblak sein. Das war ein Controller, scheißegal. Der könnte sogar besser sein, Donnarumma. Wir verlieren 3:0, sind damit raus. Hakimi, Mbappé, Providence treffen. In Leipzig haben wir 3:0 oder 3:1 gewonnen. Ich weiß es nicht mehr, 4:1 sogar. Ja, leider ist es Schluss gegen Paris. Wir haben Haaland, der muss uns irgendwie retten. Das wird aber nicht passieren. Schnell Simulation und wir kommen weiter! 5:1! Was ist los? Schündlich. Wir kommen weiter, weil Adeyemi 2 Tore schießt, Sancho 1 und Haaland 2. Wir sind weiter. Wir haben 3:0 verloren und gewinnen dann im Rückspiel wieder 5:1 wie gegen Chelsea. Mbappé trifft noch bei Paris. Dann sehen wir nochmal, wir haben 2:2 gegen Bielefeld gespielt, 3:2 gegen Wolfsburg. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir Meister geworden sind. Ich glaube es zwar nicht. Ich glaube, Dortmund 1 war besser. Nein, wir sind Meister geworden mit 6 Punkten Vorsprung. Sehr, sehr stark. Wir schauen mal ganz kurz, wer abgestiegen ist. Paderborn und Fürth. Wir haben gegen Paderborn verloren und die sind einfach abgestiegen. UEFA Champions League spielen wir gegen Piemonte Calcio. Die haben 3:1 gegen Barca gewonnen. Wir schauen nach dem Spiel nochmal ganz kurz auf den Werdegang. Können wir es schaffen? Haaland hat 9 Tore mit diesem Team. Wir haben einen 92er Oblak. 89er Mendes, 93er Diaz, 92er Moraes und Wan-Bissaka, dann noch Kimmich 90, 92er mit Havertz und Foden, 293er Sancho Haaland, Kulusevski mit 90. Das müssen wir gewinnen, dieses Spiel. Und wir haben es geschafft im letzten Spiel oder in der letzten Saison dieser Karriere. Wir sind Champions League Sieger bei Piemonte Calcio, Trifrovela und Thielemans. Bei uns Foden, Havertz, Kulusevski und Haaland.
4 verschiedene Torschützen. Und die Saison war einfach nur episch. Wir sind Champions League-Sieger, wir haben es geschafft. Torschütze hier. Ja, ist leider Juvara mit Coman, die zwei Bayern-Spieler, dann ein Dortmund-Einspieler, dann eben Haaland bei uns, er hat nicht so viele bei uns gemacht, dann nochmal zwei von uns mit Sancho und Haaland. Wir schauen mal auf die Bundesliga, wie viele Tore haben wir eigentlich gemacht, 69, das könnte besser sein. Dortmund, die zwei Dortmund-Mannschaften auf 1-2, ist einfach nur geil zu sehen. Dann Gladbach, Leipzig, Bayern, Wolfsburg, Bielefeld, Hertha, Leverkusen, Hoffenheim, Köln, Mainz, Stuttgart, Frankfurt, Freiburg. Augsburg muss in die Relegation, Paderborn und Fürth steigen ab. Pokalsieger ist Paderborn, 3-1 gegen Hoffenheim, Relegationsspiel steht noch aus. Dann sehen wir UEFA Superpokal, gewinnt City 3-1 gegen die Roma. UEFA Champions League haben wir 4-2 gewonnen. Wir schauen mal ganz kurz auf den Werdegang von Piemonte Calcio. Die haben PSG in der Gruppe gehabt mit Salzburg und Celtic. Dann haben sie Leipzig besiegt, dann Man U, dann Barca und dann sind sie an uns gescheitert. Wir haben 4-2 gegen Real gewonnen, dann das 7-3 gegen Chelsea war absoluter Wahnsinn, dann das 5-4 gegen Paris. Ich habe nach dem 3-0 daheim habe ich gedacht, das war's. Und dann gewinnen wir 5-1 in Paris und schlagen dann Piemonte Calcio im Finale mit eben 4-2. Die meisten Einsätze haben wir viele mit 49, die meisten Tore Haaland 25, hat nicht viele bei uns geschossen. Ist ja in dem Winter zu uns gekommen, am meisten Vorlagen gibt Sancho, am meisten ohne Gegentor ist Kulusevski. Unser teuerster Spieler, die sind alle so teuer, ist Haaland, 180 Millionen. Aber der am teuersten mit dem besten Potenzial könnte wahrscheinlich Moraes sein. Der ist ja eben erst 25. Hier laufen ganz viele Verträge aus, aber das wisst ihr, es war's von dieser Karriere, Leute. Dieses Team haben wir nochmal zum Schluss. Gönnt euch dieses Team einfach. Es gibt jetzt eben noch die Darmstadt-Karriere. Jetzt werde ich neue Karriere starten. Ob es mit Nottingham Forest oder die eigene Karriere ist, schaue ich. Ich denke, es könnte aber Nottingham Forest sein. Wir müssen einfach mal schauen. Ja, Leute, wie gesagt, wenn euch das die ganze Karriere gefallen hat, jetzt unglaublich viel Spaß gemacht. Als ich wusste, dass Dortmund 2 in die dritte Liga aufsteigt, habe ich gewusst, das wird eine geile Karriere, das war eine geile Karriere, gut, das Team ist nicht mehr so geblieben, wie es dann mal war oder wie es jetzt in echt ist. Und da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, den ganzen Kanal gefällt, wenn euch gefällt, was ich mache, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Wir sind bei 149 Abos, die 150 will ich dieses Jahr noch, würde ich sagen, macht's gut, haut rein, bis dann und...